Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Ja, mir ist die Hose, das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe alles gesehen. Inkompatible Safe-Version, also Game-Version, habe ich, ja. Und dann dachte ich mir, oh scheiße, jetzt kann ich nicht mehr weiter Let's Playen. Das ist wegen diesem Rash Shade. Also habe ich alles, also das Spiel wieder beendet. Und habe das Spiel über Steam gestartet, also In-Game-Stream, also in, ja, dort wo ihr die Programme habt, oder? Und jetzt geht's. Also hatte ich noch extremes Glück. Ja, jetzt haben wir einen schweren Kampf vor uns. Wir müssen die irgendwie trennen. Aber wieso haben die, wie sind denn die Entwickler eigentlich drauf gewesen, dass sie so gemacht haben, dass die uns nicht mögen und sind dann da und angreifen? Das ist ja Wahnsinn. Oder sie haben einfach, weil Aimer so stark jetzt momentan ist, so toll, also ja, groß und alles mögliche, dass sie jetzt einfach angreifen ständig. Hm. Ja. Auf jeden Fall muss ich da schauen, dass ich da irgendwie überlebe. Ja, wir sind immer noch loyal. Wir müssen einfach in der Nähe des Dorfs kämpfen, damit wir überhaupt Ding bekommen. Ja. Noch mehr Reputation. Es ist immer noch unbeachtlich, weil die natürlich auch nichts klauen. Leute, da kommt wirklich eine. Es kommen alle auf mich zu. Jetzt helft mir doch. Mann, alle sind im Krieg. Ständig ist irgendwo jemand im Krieg. Heftigst. Das ist nicht normal. So. Ich muss jetzt alle bekämpfen. Das geht sonst nicht. So, jetzt werden wir die sowas von kaputt rammen. Ja, sie kommen schon, die Pferde. Ne? Jetzt gehen wir nach oben. Ja, sie sind alle verletzt, das ist das Schlimmste, aber ja. Wir können sonst nichts machen, wir müssen neu laden sonst. So. Jetzt müssen sie nämlich nach oben. Ich könnte jetzt, die Bogenschützen sind ja oben, ich könnte jetzt eigentlich dann bald angreifen, aber wir werden noch ein bisschen warten, ne? Ja, ich empfehle euch auch mal ein bisschen in Flores Mod reinzuschauen, auch wenn es euch nicht so interessiert. Weil dort habe ich ja die Charaktere genommen, genau die, wo ich hier am Anfang auch wollte und es zu schwer war. Und es ist extrem schwer dort. Ich habe sogar schon einen Let's Play Part verloren, also der neueste Part habe ich verloren. Weil ich, ja, nicht richtig aufgenommen habe. Und dadurch das Video schlecht war. Toll. Jetzt müssen wir halt angreifen. Geht weg, Reiter. Ihr sollt alle weggehen. Also die schaffen wir. Die nächsten werden wir hoffentlich auch schaffen. Das sind ja nicht so viel. Mir ist jemand. Ich soll weg. Ja, der triff ich nicht. Ich spiel manchmal drauf, ey. Level up. Dinge ab. Doch, Level up ist es gewesen. Nicht Damage. Ha!
Tja. Haben wir noch ein paar Leutchen? Wo ist die Verstärkung? Da dreht mir die Verstärkung. Komm zusammen, wieder Stellung halten. So. Kommt Stellung halten. Ich wollte angreifen. So, jetzt angreifen. Aber jetzt sind sie wieder zusammen, jetzt verlieren wir auch weniger. Schmira, nein! Da ist der Große. Da sind ein paar Große jetzt hier, Mameluken, ne? Die haben einfach riesige Truppen. Aber die werden irgendwie böse zu mir, weil sie ja Truppen verlieren und dann müssen sie Truppen holen aus dem, aus der Burg und so. Dann haben die Nords auch so viele Sachen verloren, weil sie alle Truppen zu mir gebracht haben und die Swardien konnten einfach alles einnehmen. So, aber bitte nicht zu viel Schaden machen, gell? Ach, ist das herrlich. Ich liebe die Kämpfe einfach. Die sind so pro zu mir. Ja, genau, der andere darf ihn zerstören. Mann, das ist unfair. Alles killst du. Nein, Mameluke. Irgendwie sind die Mamelucken schwächer, habe ich das Gefühl. Was macht der denn da? Was ist das gewesen? Rekrut. Nein! Mameluke ist wieder gestorben. Aha, der ist bewusst, das ist gut. So ein hetzigen Kampfgefecht sehe ich nicht gerade richtig. Manu, die gehen immer auf mich. Jetzt langt's. Ich glaube, ich werde langsam die Bögen rausnehmen. Die zwei Bögen, die ich habe. Den besiegt? Nö. Ja, irgendwo muss noch der Mameluke sein. Also ja. Boah, das sehe ich gar nicht. Weil der gleich ist. Ich muss mich jetzt wieder auf die Ding kümmern. Auf die Dinger schauen, auf die Banner. Weil meine haben Banner. Aber den Unterschied sehe ich nicht. Tja, aber wir sind rot, hä? Kampf geblutet. Yay, geschafft. Ja, wir haben sehr viele Reiter verloren, hä? Also, einer haben wir verloren, die anderen sind, ja, verwundet. Ein swardischer Ritter noch. Aber denen haben wir Angst eingeflößt, auch wenn sie geflohen sind. Denn die kommen so schnell nicht mehr. So. Oh, Kettenstiefel grob. Panzerhandschuhe. Nehme ich natürlich. Mit. Großbogen 23. Leider noch. Hm. Schleierhelm. Noch mehr. Lahmes Pferd. So, mehr soll ich nicht mitnehmen. Shit. Jetzt sind wir den noch wieder befallen, klar. Die Hochstufen, den Hochstufen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall alle Hochstufen, weil wir brauchen jede bessere Armee, jede bessere Trupp. Hm. Ja. Also Waffenmeister. Genau. So, Einhandwaffe, ja. Prima. So, jetzt noch ich. Und dann gehen wir weiter, hä?
Ich muss. Eigentlich Anführerschaft oder ich muss Charisma nehmen. Ja. Anführerschaft ist zu wichtig. Und ich nehme hier wieder Armbrust. Hä? Wenn ich mal eine gute Armbrust bekommen könnte. Ja, die Swadien, die haben aufgegeben. Die Swadien haben aufgegeben. Die Ding haben aufgegeben, die Rodox. Und die Swadien kommen nicht. Das muss ich einfach Ding notieren. Leute, haut ab! Und der da? Die haben alle wichtige Truppen. So. Noch 4 Tage. Okay. Hey, das ist so cool, hä? Momentan gilt wirklich alles für uns. Auch wenn es halt alles böse ist. Also je böser die KI wird, desto besser bin ich. Die haben immer so viele Sachen, also 4. Das ist schon ein bisschen relativ wenig, aber... für was ist das jetzt? Ich weiß es immer noch nicht. Wo ist unsere Mühle denn? Jedes Dorf hat eine Mühle, vor allem in Floyds Mod. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Floyds Mod extra so ist, aber... Unsere Mühle ist nie da. Hat dieses Dorf keine Mühle bekommen? Zu sehen. Also, jetzt muss ich einfach wieder warten, weil anders geht's ja nicht. Ja, die kämpfen halt überall. Ich glaube, es werden wir bald noch Truppen, also den verlieren gegen den... hier ist alles noch okay. Lol, alle Unnutzte haben sie schon lange eingenommen, genau. Habe ich ja, glaube ich, mitgeholfen. Ja, nicht mitgeholfen. Habe ich schon ein bisschen dabei. Eben Uxa wurde eingenommen. Das ist das Einzige eigentlich, das neu ist. Von den gegnerischen Truppen. Und von unseren Truppen natürlich. Wir haben nichts anderes eingenommen. Na gut. Yay! Kämpfen! Yay! Mühle in Gisim vollendet. Ich kann leider nicht dorthin und ein neues bauen, aber... Tja. Ja, und jetzt nochmal eine Schlappe und dann nochmal eine Schlappe. Bis du lernst, du greifst mich nicht mehr an. Kann es nicht vermieden werden, ich habe sowas von schlechte Karten. Oh. Einfach angreifen, hey. Ist immer so eine Sache. Einfach angreifen. Nicht taktieren. Angreifen. So, meine süßen Kerle. Oh, voll die Beine abgeschnitten. Ja, natürlich verlieren auch viele Truppen. Kommt jetzt endlich mal. Blöden Nahkämpfer, ey. Ja, ein Bauer natürlich. Immer diese scheiß Huskale. Ich werde langsam wirklich nervös. Bei so vielen Nords, die einfach bei mir plötzlich sind. Ich muss schauen, dass ich nicht nervös werde. Boah, ist der rot schon. Boah, heftigst. Ja, die Bauern sterben halt alle. Aber wieso sind es immer nur Bauern? Wieso werden Dörfer nicht verteidigt? Was ist das für ein Spiel? Die Dörfer werden einfach nicht verteidigt. Wir können es nicht verteidigen. Wir können keine Truppe hier hin tun. Und ja. Meinoch, ich liebe das. Er ist mein Gefangener wieder. Ich liebe den Jarlogos und er gibt mir immer so viele Sachen. Ah. Tschüss. Oh, da sind 62 getroppt. Burg Ergelion da drüben. Ja. Also, hier haben wir noch 3 Tage. Rekrutiert Freiwillige.
Nein, komm. Ja, die haben Angst. Komm nur dich. Ach komm, haut ab. Wieder eine feindliche Patrouille. Immer sieht man feindliche Patrouillen. Heftigst, ich könnte den alleine besiegen jetzt. Ja. Ja, lasst es doch. Ich sehe es doch. Er haut ab. Diese Memme haut ab. Zischt ab, beide. Ja, jetzt tut er natürlich. So. Graf Ulusamai. Lol. Minus 36. Der greift meinen Herr allerdings an. Ich muss ihn natürlich besiegen. Ach komm. Nicht ganz so schnell kaputt gehen, gell? So. Ja. Ich muss natürlich wieder zurückgehen, sonst werde ich von dem Feind der Armbrust, also Bolzen, getroffen. Hallo, greift an! Was macht die denn noch? Ach, die kommen hier nicht hoch, die müssen hin und her. Deshalb. Ja, der hat natürlich alle Truppen noch beritten, weil er natürlich nicht den Rodox gehört hat. Er natürlich schon Kanat Kergit ist, aber das ist so cool. Das ist einfach einer von Kanat Kergit jetzt gerade gegen mich kämpft. Ausländer der Plage. Nein, ich bin ja nicht böse gegen Ausländer, aber das musste ich kurz sagen. Also ein bisschen einfach Scherz, gell? Ah ja. Heftigst. Ja, Krieger. Ich habe zwei Krieger hingelassen und kann nur eins nehmen. Wieso denn das? Tja. So jetzt. Oh. Wir haben 47. Ja, natürlich. Alles weglegen. Unter 100 will ich nichts haben. Tja, da muss ich noch ein bisschen mehr. So, jetzt. 211. 211. 84. So, jetzt haben wir aber viel zu viele Sachen schon. Oh, ich hätte wahrscheinlich Inventar nehmen sollen. Aber ich habe bald kein Essen mehr. Hä? Boah. Leute, bitte! Wo sind denn diese Truppen von Swadien ständig? Greift doch endlich Uxal an und dann kommt zu mir fertig. Heieiei. Hat man schon Anmerkungen, wo die sind jetzt? Nara wurde belagert. Kanal Kegen haben Burg Samar von Sansusudanat eingenommen. Ja, das Sansusudanat hat die Truppen an mir verloren. An mir alleine, also was? Graf Melter hat verloren. Die Königreich von Nords haben wieder Reodin eingenommen.
Pech. Manu, es regt auf, mir in so einem Ding zu gehören. Es nervt einfach gewaltig. Ja, irgendwie geht die Loyalität nicht mehr höher, oder was? Ja, wahrscheinlich nur durch Quests. Denke ich jetzt mal. Da will wieder einer. Natürlich. Tschüss. Haut ab. Die gehen immer weiter weg. Haut ab. Einfach abhauen. Da kommen wieder Dorfbewohner. Hä, wieso kommen die Dorfbewohner von hier? Sind die umgegangen? Die Truppen richtig weit rumgegangen. Ja, jetzt kommen noch... Hey, die Nords kommen alle zu mir. Die wollen alle mein Ding haben. Gut. Nächste. Heute ist der Part der Schlachten. Ich freue mich so natürlich, hier immer zu schlachten. Ich werde alle niederschlachten. Der Part ist sowas von cool. Ja, wahrscheinlich müssen wir wirklich das Dorf mal aufgeben, aber ich habe keine Lust. Wieso schießen die in den Booten rein? Ach komm. Die greifen sowieso an, jetzt können wir angreifen. Ich bin immer einer, der nie als erstes in die Schlachten geht. Immer Truppen einfach. Ja, braucht. Nein, ich Scheremus, du bist ein Idiot, ey. Ich muss wirklich mal... Ja, die hauen ab. Ich muss wirklich mal Scheremus das Pferd wegnehmen, das geht sonst nicht. Das ist ein richtiger Lausbube, der stirbt einfach ständig. Nein, eine Klingenschwester. Was ist denn mit den Klingenschwestern ständig? Die sterben immer. Regt auf. Ich kann langsam wirklich nicht mehr Banditen jagen, um die zu holen. Muss ich wirklich... Ich habe wirklich schon früher immer gedacht, dass wirklich die Ritter die Besten sind. Immer. Immer. Das ist sowas von unbalanciert, das ist extremst. Ich muss alles Wadien Leute haben. Nur noch Ritter. Genau, ich hole berittene Bogenschützen. Genau. Scheiße. Ihre Zähne kämpfen. Siegt kurz. Boah, mein innerlicher Geruchssinn mal ein bisschen besänftigen. Die Frau. Kennt jemand eigentlich das Modding-System aus Warband? Ist das relativ gut, weil ich möchte gerne auch einen Mod machen. Einfach mal eine andere Karte, eine größere Karte. Und einfach ein bisschen die Einheiten und so anpassen. Bei Flores Mod, das sehe ich, das ist viel zu unbalanciert. Ich möchte gerne ein balanciertes Mount Blade Warband. Das ist nämlich mein wichtigster Wunsch. Ja, er flieht natürlich. Eieiei, ich habe immer zu wenig Lagerplatz. So, tschüss. Eieiei. Scheremus. Pferd weg. Du bekommst noch... Kannst du einen Bogen tragen? Nicht. Du nimmst noch einen Knüppel.
Das Zweihand. Du nimmst noch das Eisenschwert. So, und du musst noch hochgehen, aber du gehst erstmal auch hoch. Schmierer. Tun wir natürlich wieder auf Nahkampf. Waffenmeister. So. Ja, und der Rest ist alles verwundet. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr kämpfen. Ich werde die wieder wegtreiben. Und hier geht's noch 2 Tage. Das schaffen wir in diesem Part natürlich nicht mehr. Und auch kein Ding mehr, Angriff. Aber, ja. Wenn nur eins war, der hier wäre, könnte ich den wahrscheinlich schauen. Hier ist ein, ja, ist ein gutes Ziel oder so. Aber ich kann nirgendwo hin. Ja. Okay, beenden wir hier den Part. Tut mir leid, dass der ein bisschen kürzer ist, aber es ist halt wichtig, dass wir jetzt gerade mal kurz pausieren. Ich muss mir ja noch ein bisschen Taktik ausdenken, sonst muss ich wirklich die angreifen. Oder einfach so lassen. Das könnte ich machen. Dass ich die einfach auf eine Entfernung irgendwie lasse. Und nur angreife, wenn sie wirklich das immer belagern. Verhören. Ja, okay. Ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragobasa. Tschüss.